Flair ruft an, Leute. Flair ruft an. Yo. Yo, ich bin gerade online, ne? Ich habe geguckt, ja. Soll ich dich laut machen? Boah, wie kriegen wir das jetzt hin? Jetzt, ich habe das jetzt nicht eingestellt, keine Ahnung. Ich mache einfach laut, komm. Warte. So. Flair, ich habe gehört, du hast kein Flair. Warte mal, Bruce, eine Sekunde. Hey, Simon. Yo, so sorry, erzähl. Ja, ich habe kein Flair. Der beste Wortspiel der Welt. Ey, wie krass ist das, dass die da die ganze Zeit versuchen, dir einen reinzugeben? Die sind richtig sauer auf dich, ne? Ja, du, die Fronten sind ja, also die möchten jetzt sozusagen mich so verkaufen, dass ich jetzt der Arafat-Beschützer bin oder der Arafat, ich bin ja sozusagen im Dunstkreis der Abu Shakas. Du bist der Kettenhund. Der Kettenhund, stimmt. Ey, aber sag mal, ne, jetzt im Ernst, dieser Klaas Meyer Heuer, ne? Ist der, sag mal, du hast dich doch auch mit denen getroffen, auch mit denen gequatscht und so. Wieso ist der so assi zu dir? Ich dachte, ihr seid so irgendwie connected. Na, der hat ja sozusagen gemerkt, ich hatte mich privat mit dem getroffen und der hat halt gemerkt, also ich habe ihm dann einfach ehrlich so gesagt, wie das jahrelang in der Hip-Hop-Szene passiert ist, so 15 Jahre lang Hip-Hop-Szene, Bushido-Thema, Arafat-Thema, habe sozusagen so ganz in Ruhe versucht, das dem zu erklären, weil ich dachte, dass der wirklich davon überzeugt ist. Also, dass der wirklich das glaubt, weil er sozusagen nur die Version gehört hat von Bushido und der Staatsanwaltschaft und weil das LKA gibt dem ja Akten. Also die, zum Hintergrund, diese Spiegel-TV-Reporter, das sind eigentlich Reporter, die arbeiten für die Staatsanwaltschaft. Also die kriegen ja Akten, die kriegen Akten von den Bullen sozusagen und freuen sich halt über Informationen und das ist sozusagen deren Tagesgeschäft. Die könnten ja sonst gar nicht jede Woche so eine Sendung bringen. Okay. Also das heißt, die sind ja immer mit den Kameras im Gerichtssaal und die haben halt gute Kontakte zu den Bullen. Und deswegen ist ja klar, also das habe ich jetzt irgendwann erst wirklich gemerkt, das ist denen völlig egal, was ich denen erzähle oder was du denen als erzählen würdest, so aus deiner Sicht oder aus der Hip-Hop-Sicht, sondern die wollen natürlich immer einen guten Draht zu den Bullen und zur Staatsanwaltschaft haben, weil das ist deren, damit machen die Geld, damit verdienen die Geld, dass die sozusagen, die würden ja keine Informationen mehr von denen bekommen, wenn sie jetzt auf einmal was anderes erzählen würden. Wenn es jetzt ganz schlimme Sachen gibt, zum Beispiel, es gab Fälle, da haben die Bullen so scheiße gebaut, dass Menschen ums Leben gekommen sind, dann natürlich ficken sie auch die Bullen. Nein, ich verstehe, aber, was du meinst. Ja, wie bei der Hells Angels-Sache, wo die Staatsanwaltschaft mies Kacke gebaut hat, wo die nicht gewarnt haben und ein Mensch ums Leben gekommen ist und so weiter. Nicht die Staatsanwaltschaft, sondern das LKA hat Telefonüberwachung gemacht und hat auch die Leute überwacht und die wussten, dass es da bald einen Mord gibt und haben es laufen lassen, damit sich die Leute gegenseitig umbringen, genau. Ja, die haben das, sagen wir mal, billigend in Kauf genommen, hieß es, oder? Man sagt forciert, ne? Die haben es forciert so. Die fanden es cool, weil dann, also für die war das sozusagen eine gute Aktion, weil dann konnten sie die endlich mal hinter Gitter sperren. Ja, dafür haben die aber auch einen draufgekriegt, ne? Die Leute haben ja da, glaube ich, alle 2 Jahre dann weniger Knast dafür gekriegt und so, ne? Die haben einen draufgekriegt. Das später im Gerichtssaal ist die eine Sache. Ich meine jetzt nur mit Spiegel TV, das ist klar. Da sind die dann natürlich auch, muss man auch sagen. Ja, da sind die, ja, ich war. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass die jetzt so heavy so gegen dich vorgehen, weil die das jetzt nicht so ernst nehmen. Die denken, ach komm hier, Rapper, egal. Weil die haben dir in jeder Möglichkeit, auch wenn es manchmal witzig ist, aber die haben in jeder Möglichkeit dir einen mitgegeben. Bushido hat dich groß gemacht. Dann zeigen die so ein Video, was 10 Jahre alt ist. Dann, ja, die zeigen dann Flair ist guter Junge. Ja. Sozusagen. Und lassen aber 10 Jahre weg zum Beispiel. Das, wir haben ja damals Carlo Gruxuten 2001 gemacht, ja. Yeah. Und das sozusagen, dann sagen die ja, irgendwann bricht ein erbitterter Krieg aus und dann irgendwas, Bushido hilft mir dann später wieder. Also wir haben diese 10 Jahre, wo wir sozusagen mit Agro Berlin erfolgreicher waren, teilweise auch als Bushido, also gerade in 3, 4, wo ich Neue Deutsche Welle gebracht habe und Jump, diese ersten 2 Jahre von Agro Berlin, wo ich da war ich erfolgreicher als Bushido. Also das ist so, wenn wir jetzt die Zahlen nehmen, ja. Yeah. Und aber das ist auch egal, wer erfolgreicher war. Die wollen denen ging es jetzt nah um die Geschichte mit dir. Einfach so, du bist klein, die sind groß, du bist halt... Ja, das Interessante dabei ist ja, scheiß mal jetzt auf unseren Streit in der Hip-Hop-Szene mit Bushido, ja. warum lassen die Bushido jetzt auf einmal so gut dastehen? Ja, das Bushido hat jahrelang bedroht, kennst du diese ganze Geschichte von... So. Und ich meine natürlich, ich finde die Berichte, die sie jahrelang über Bushido gebracht haben, die waren super peinlich, wo die den mal interviewt haben und dann sagt er, ja, ich gehe ja mal in Puff und ich habe schon 300 Frauen geschickt und so, aber...
war ja voll Blamage so. Und ich finde so, bei mir haben sie halt nicht wirklich Material, um was Schlimmes zu machen. Also ich dachte jetzt, exposen die mich oder so, finden irgendwelche krassen Sachen, Alter, keine Ahnung, weißt du, irgendwelche Sachen und verkaufen die der Öffentlichkeit oder irgendwelche Sachen. Aber das Coole dabei ist ja wirklich, dass der Klaas Meyer-Heuer, also es gibt zwei Reporter, die das machen, der Klaas Meyer-Heuer und der Heise. Thomas Heise. So. Heise, ja. Und der Klaas Meyer-Heuer war bei dem ersten Gerichtstag dabei. Und bei dem ersten Gerichtstag kam halt raus, dass diese Polizeikontrolle, diese Sample-Kontrolle, dass diese Polizisten wirklich interne E-Mail bekommen haben, wo drin steht, findet den, sucht den. Das ist krass. Das hat die RTL-Dame da auch schon gewusst. Ne? Die hat eine korrekte Frage gestellt an der Tür fast. Ne? Sie meinte ja immer, da, was die Polizei sagt, ist ja auch nicht ganz richtig. Aber das hört man am Ende nicht so halt richtig. Ich meine halt nur, der Klaas Meyer-Heuer saß in dem Gerichtssaal. Also er weiß das eigentlich. Du willst sagen, der weiß das. Und ich gucke rüber und in dem Augenblick, ich gucke ihn an so und lache so nach dem Motto so, guck mal du Wichser, siehst du jetzt, was passiert ist? So, aber dann kam auch noch raus, dass die Bullen ausgesagt haben, dass sie die Verstärkung gerufen haben, bevor ich überhaupt angehalten habe. Das heißt, sie haben mich gesehen, haben gewendet, haben Verstärkung. Da kamen ja wirklich 3, 4, 5 Autos dazu. Ja. Das heißt, es war ein Riesenszenario für eine normale Polizeikontrolle. Und ich sage das jetzt nicht wieder so, weil ich jetzt hier ich will jetzt nicht der Gangster sein, so, aber mein Anwalt, der Dr. König, der hat auch schon gesagt, die Verhaftung war rechtswidrig. Also jeder, der sich ein bisschen mit Gesetzen auskennt, also nur ein bisschen, ja, und Klaas Meyer-Heuer, der ist selber ein Bulle, der ist selber ein Anwalt, der kennt, wie gesagt, die sind jeden Tag da im Amtsgericht Moabit, die kennen sich ohne Ende aus. Ja. So, die nehmen das alles nicht zur Kenntnis. Die sagen, ja, nee, die reden ja nicht einmal darüber. Ein viel größerer Skandal für die Öffentlichkeit wäre ja jetzt, okay, Rapper Flair war beleidigend, aber die Verhaftung war rechtswidrig und Rapper Flair wusste, dass sie rechtswidrig war und ist deswegen ausgerastet. Aber die relativieren nix. Ja, ist krass. Ist krass, weil Klaas Meyer saß in dem, also wie gesagt, er weiß das eigentlich, die hätten das in den Bericht mit reinnehmen können, ja. Dicker, die haben nichts reingebracht. Ja. Die haben nichts reingebracht. Und vor allen Dingen, was krass ist, dann sagen sie ja, okay, jahrelang war Bushido ja der Böse mit den Abu Chakras. Jetzt ist Bushido bei den Bullen. Und jetzt bringen sie sozusagen, sagen sie, ich habe Bushido ja beleidigt. Sozusagen in dem Interview, wo ich sage, ich will, dass er stirbt, der ist ein Das wird ja auch in dem Verfahren. Ich werde ja angezeigt von Bushido, weil ich im TV Straßensound-Interview das gesagt habe. Ja, ja. Das heißt, sie nehmen, da musst du dir jetzt vorstellen, die haben von der Staatsanwaltschaft schon einen Brief bekommen, wo drin steht, okay, bitte nehmen Sie das raus. Das ist eine Straftat, dass ich das gesagt habe, weil Bushido das angezeigt hat. Davut von TV Straßensound, er hat das rausgenommen. Diese Szene gibt es gar nicht mehr. Ja, ja. Ach so, woher haben die das dann jetzt gezeigt? Genau, die bringen jetzt eine Szene, wo die eigentlich nicht mehr gezeigt werden darf. Ja, das heißt, ich verstehe. Man kann das Ding auch offline nehmen, man kann es abmachen. Und jetzt kommt's. Und ich bin auch angezeigt wegen Veröffentlichung des vertraulichen Wortes, weil Sachen gefilmt wurden oder Akten angeblich von mir gepostet wurden. Hast du am Ende gesehen? Er nimmt ein Telefonat von mir auf und postet es. Das fand ich auch krass. Die sagen, laut deinem Wunsch oder nach deinem Wunsch wurde das aufgenommen. Aber es war doch total zerschnitten, oder nicht? Na klar, habe ich gesagt. Immer wie die Lügen. Also deswegen so, ich habe bestimmt gesagt, ja, nimm mich auf und pack es online. Oder pack es in deine Sendung. Ja klar, habe ich bestimmt gesagt. Ja. Also die Lügen, die sind so krass. Und vor allen Dingen, dieses ganze Gequatsche von wegen so, dass sozusagen die Fronten jetzt so sind, dass die wollen mich jetzt so darstellen. Also die haben ein Riesenproblem damit. Das merkst du. Staatsanwalt, Polizei und Spiegel TV, die haben einfach nur ein Riesenproblem damit, dass wir mit Arafat cool sind und meine Güte, mehr auch nicht. Ja. Also weißt du, wir sagen Hallo, auf Wiedersehen, so, die denken, die machen Geschäfte. Ja, die denken das nicht mal, die stellen das einfach da, weil das knalliger für die Sendung klingt. Ich glaube schon, dass die irgendwie, also die Sendung, seien wir mal ehrlich, die Sendung ist ja eigentlich, wenn man so will, für mich, Spiegel TV, beste Promo. Also ich finde, ich komme cool bei weg, ist okay. Bisschen rumgeschrien, bisschen beleidigt. Ich finde, ich habe einen guten Swag vor Gericht. So. Also an sich musst du dich mal fragen, wie schafft es so ein Typ wie ich, Alter, nur weil er eine große Klappe hat, bei Spiegel TV reinzukommen und jede Woche irgendwelche Berichte über mein Gericht? Ja, ja, klar. Das ist nur wegen Arafat. Das heißt, so uninteressant und so unwichtig scheint es für die gar nicht zu sein. Das ist krass. Hast du mit dem Klaas Meyer-Heuer nochmal gesprochen? Also, nur zum Verständnis. Ich habe mit diesem Typen in meinem Leben bestimmt 30 Mal telefoniert und 5 Mal getroffen. Das heißt,
Auch bei dem Begräbnis von ja, bei Arafat. Ja, wo du so sagst zu dem, ja, du kennst mich doch. Ne? Der kommt ja, immer so, als ob der. Der tut immer so, als ob der gar nichts, so von gar nichts Ahnung hat. So, ey, immer so. Ja, ja. So, ey, warum ist der so, ja? Das ist ja richtig. Genau, ja, und das Ding ist halt, ich habe mich halt, und jetzt fragen sich bestimmt Leute, ja, warum triffst du dich denn mit denen? Hast du keine Angst Sorgen? Guck mal, zum Beispiel habe ich auch mit Ken Jebsen getroffen. So, das war diese Zeit, wo man halt gemerkt hat, okay, die sperren jetzt von Ken Jebsen den YouTube-Kanal oder die sperren jetzt von anderen Leuten den YouTube-Kanal. Ich einfach, so in meiner Freizeit, ich treffe mich mit Journalisten und lerne die kennen und denke mir so, okay, sind die vielleicht behindert oder sind die kriminell oder was ist deren Agenda? Ja. So, und ich schwöre dir, ich habe einfach gemerkt, Leute wie Ken Jebsen, die reden über so viele Sachen, die kontrovers sind. So, ja. Die sind... Man kann sagen, bin ich der Meinung oder bin ich nicht der Meinung. So. Aber ich sage dir, weißt du, was das Problem zwischen Leuten wie Klaas Meyer-Heuer, Peter Rosberg, der von der Bild, der ist auch noch ein wichtiger Punkt, der ist auch im Team Bushido. Ja. Weißt du, warum die auch so Leute wie Ken Jebsen die ganze Zeit schicken wollen? Weil das einfach nur alternative Medien sind. Das ist genauso, wie sie dich schicken würden. Mhm. Sobald, wenn du dich jetzt weiter an diesem Thema stark machst, dann würden sie auch sagen, ach, du bist doch kein richtiger Journalist, du bist doch nicht bei RTL, du bist doch nicht bei Bild, du bist doch nur bei so einem Laden da, hiphop.de, du bist so alternative Medien, euch kann doch keiner ernst nehmen. Und das ist deren Problem. Deren Problem ist einfach nur, dass wir sozusagen auf eigene Faust parallel einfach selber Meinung machen können. Ich habe diesen Klaas Meyer-Heuer offen am Telefon gesagt, er sagt, guck mal, du kannst jetzt vorlegen, ist kein Problem, Spiegel TV. Guck mal, wie viele Klicks hat das Ding jetzt wegen meinem Namen? 200.000 nach 8 Stunden? Ja. Kein Problem. Soll ich mal ein Interview machen? Soll ich mal eine Reaction machen auf dein Ding? Soll ich mal über dich reden? Was glaubst du, was mehr Klicks hat? Ja. So, deswegen, die haben einfach Angst, dass sie nicht mehr sozusagen einfach nur irgendwas behaupten können. Und die denken, guck mal, der Unterschied zwischen uns und irgendwelchen arabischen Großfamilien oder zwischen irgendwelchen Rockern ist, Bro, wir sind in der Öffentlichkeit, das ist unser Business. Naja, klar. Weißt du, warum legen die sich mit uns an? Den Kampf können sie nicht gewinnen. Ich werde diesen Klaas Meyer-Heuer-Ding, ich werde ihn nie wieder loslassen. Ja, ich finde den krass. Einerseits will er was mit dir machen, trifft sich mit dir, aber wahrscheinlich hat er nicht das bekommen. Ich habe ihm folgendes angeboten. Guck mal, Ich habe ihm damals gesagt, der Arafat, der hasst dich, weil du den immer jahrelang sozusagen verarscht hast, dann mit deiner Sendung. Lass uns treffen. Ja. Der kommt, du kommst, dann bekommst du dein Interview. Und ich habe es geschafft, dass Arafat gesagt hat, okay, Flair, ich setze mich mit dem hin. Okay, ja, hast du es, genau, ja, ja. So. Und Klaas Meyer-Heuer sagt ganz anders, nee, ja, ich muss noch ein paar andere Leute mitnehmen oder ich muss das vor der Kamera machen. Ich sage, ey, hör mal zu, warum nimmst du dir nicht die Zeit, lernst diesen Menschen kennen? Guck mal, beantworte du mir die Frage oder die Fans, die Leute, die Zuschauer. Ja. Der Typ, ich schwöre dir, er würde seine Mutter verkaufen, um Arafat vor die Kamera zu bekommen. Alleine wegen der Presse, alleine wegen der Öffentlichkeit. Ja. Es gibt nichts Geileres für diesen Typen als Arafat Abu Shaka, richtig? Ja, 100%. Der widmet sich dem Thema ja schon seit 10 Jahren. Macht der so richtig. Schon. Richtig. Jetzt kommt jemand und sagt, ja, lass das machen. Ich habe das organisiert, lass das machen, ja. Ja, so. Oder zumindest so mit lass machen, lass mal erstmal ein Gespräch machen, dann lernt ihr euch kennen. Ja. Und dann, wenn du immer noch denkst, er ist der Teufel, dann mach, was du willst. Du bist ein freier Mann, keiner kann dich zu was zwingen. Dann mach, was du willst. Ja, so. Aber kann auch sein, dass du ihn kennenlernst. Er erzählt dir mal seine Version. Er erzählt dir die ganze Scheiße, alles, was du wissen willst. Er bringt dir Akten mit. Ich denke, Bro, weißt du, was für ein Jackpot für einen Journalisten ist? Ja, das meine ich, theoretisch, ja. So, und weißt du, was dieser Typ macht? Huh. Er sagt einfach einen Tag vorher ab. Nee, ich muss nach Hamburg. Hä? Ja, da war, ja. Eigentlich ist Jackpot. Der Typ, der ist drauf. Da habe ich gemerkt, diese Typen schießen drauf. Die schießen was auf die Wahrheit. Und die schießen was auf neutrale Berichterstattung, Dicker. Wenn du im Team Staatsanwaltschaft drin bist, so wie Bushido, der die ganze Hip-Hop-Szene gerade verrät, weil er ja nicht nur Aussagen macht über Arafat, der wird auch Aussagen über uns alle machen, wenn er was weiß. So, wenn du nicht in diesem Team bist, Dicker, dann schießen sie dich. Und Spiegel TV kommt da jetzt gerade so und sagt, oh, guck mal, der Flair benimmt sich nicht und deswegen schreit er so rum und ist aggressiv und deswegen müssen wir darüber berichten. Ich bin erst aggressiv geworden, weil die mich in 6 Wochen 8-mal kontrolliert haben, weil sie bei mir Hausdurchsuchungen, SEK-Einsätze gemacht haben, weil Spiegel TV-Reporter sich schon davor gemeldet haben. Ich habe halt gemerkt, dass die sich mit mir befassen. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, Alter, was denkt ihr, mit wem ihr hier eure Faxen macht? Und habe dann an die große Glocke gegangen, weil ich wusste, ich komme früher oder später sowieso zu Spiegel TV. Hm.
Ja, ist krass, ja, ja, man vergisst das, aber du hast in der Zeit, wo diese Fanboy-Video aufgetaucht ist, in der Zeit, da, also einen Monat davor oder in der Zeit, 6 Wochen, 2 Monate, waren ja die, so Bullen, LKA, keine Ahnung, die waren ja bei dir zu Hause ein paar Mal einmarschiert. Aus jedes Mal fahren, Klar. jedes Mal so ein Grund, wo man so denkt, dafür muss man doch nicht einmarschieren, da kann man auch einen Brief schicken. Mann, Also. vor allen Dingen die Leute so zum Beispiel, also wir reden ja auch über unser Hauptding, Hip-Hop und Musik machen und coole Songs machen und meine Karriere. Digga, ich habe mich das letzte Jahr mit diesem Bushido doch nicht befasst, weil der Typ noch Relevanz hat. Bro, wir können es den Leuten jetzt nicht sagen, muss. Wir lachen ihn. Die Einzigen, die ihm Relevanz geben, sind wir. Ja, würden wir gar nicht mehr über den reden und nicht mal mehr lachen, also wäre wirklich vorbei Richtig, eigentlich. Ja, ist richtig, eigentlich richtig. vorbei. So, das heißt, selbst wenn da noch Leute sind, die den toll finden, er findet den noch toll. Ich guck mal, ich habe eine Sache gelernt in diesen 20 Jahren jetzt, wo ich jetzt keine irgendwas mit Öffentlichkeit zu tun habe. Ich brauche die Leute nicht mehr davon überzeugen, dass sie irgendwas toll finden oder dass sie. Ich muss niemand mehr meine Meinung aufzwingen. Ich muss niemand mehr sagen, ey, das, was ich mache, ist das Beste, ist richtiger Hip-Hop oder ist der coolste Rap oder ist der coolste Swag. Ich habe einfach gelernt, das ist so. Da geht so viel Energie drauf und das macht mich auch müde, das macht mich auch krank, weil das ist so wie du willst deinem Kumpel die ganze Zeit erklären, Mann, Dicker, nimm nicht diese Olle, die Olle, die betrügt dich oder die Olle ist nur nicht mit dir. Am Ende, was passiert? Dein Freund wird sagen, nein, du bist der, du bist nur neidisch. Und genauso ist es mit mir und den Hip-Hop-Fans. Ich will denen die ganze Zeit sagen, was der coole Shit ist, weil ich der Meinung bin, dass die Leute das mal dann peilen sollten, wenn es die ganze Welt peilt und nicht erst 5 Jahre später, weil das halt langweilig ist, meiner Meinung nach. Und ich bekomme halt die ganze Zeit immer nur diese Sprüche. Mann, Flair, ja, ist doch alles Geschmack. Und ja, okay, ey, Bro. Und auch mit diesem, der ist besser, der ist besser. Digga, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass dieser Bushido einfach 15 Jahre lang mein Leben, dein Leben, oder dein Leben nicht 15 Jahre, aber wenigstens eingeschränkt hat mit Gewalt, so, weil er nicht einen Tag in seinem Leben alleine mal kommen konnte. Wir reden von einem Tag. Lass diesen Typen einen Tag in seinem Leben mal kommen. Man streitet sich, man schlägt sich, ist ja nicht schlimm. Also, weißt du, er gewinnt, ich gewinne und das Thema ist vom Tisch. Ja, klar. Weil dieser Mann aber kein Mann geworden ist und 15 Jahre lang sich hinter anderen Männern versteckt hat, muss er das Spiel jetzt auf andere Weise weiterspielen. Und natürlich regen wir uns jetzt mal 2 Jahre darüber auf. Sorry, Dicker, 15 Jahre gegen 2 Jahre finde ich es fair. Ja, die verstehen das ja so nicht. Die erleben das ja nicht so wie du. Also das ist ja klar. Ja, das ist klar. Ja, es ist halt so. Ich verstehe es halt auch nicht, aber. Ich wollte aber damit sagen, diese 2 Jahre reichen jetzt auch, weil, guck mal, Farid, ich habe mit Farid telefoniert, Farid hat das gut gesagt. Er meinte, Flair, guck mal, der Typ, wenn wir jetzt weiter so tun, als wenn das alles nicht schlimm ist, was er macht. So, also ich rede jetzt von diesen Unterdrückersachen, Ja. von diesen hinterhältigen Sachen, von diesen, wo er als Freund auch enttäuscht hat, wo er auch hinterhältig war. Scheiß mal auf alles. So, wir verzeihen ihm alles so. Jetzt haben wir 2 Rapper und Rapper dissen sich. Oder Rapper, von mir aus können sich auch treffen und prügeln. Oder du hast deine Freunde, ich habe meine Freunde. Ja. Gehen wir so von, keine Ahnung, Ja. normalen Szene-Sachen so. Bro, ich mache ein Interview, er zeigt mich an. Ja, das ist schon, ja, ich weiß, das ist. Ich mach einen Song No Name, so, und er blockt den. Na, zeig Jetzt dich werden an, lockt. viele sagen, ja, du hast ja von Kollegah den Song auch geblockt, deswegen kannst du ja nicht meckern. Ja, aber ich habe von Kollegah den Song nicht geblockt, weil ich nicht zurückdissen konnte. Oder weil ich den Kampf, weil ich somit ihm aus dem Weg gehen wollte oder weil ich ihn mundtot machen wollte. Nein, ich habe mit Kollegah 5 Jahre lang Beef gehabt, in Zeiten, wo die tausendmal stärker waren, wo die eine tausendmal größere Fanbase hatten als ich. Bushido macht das aber, weil er sonst nichts machen kann. Ich habe das gemacht, um Kollegah zu ärgern. Hab dann gesagt, weißt du was? Okay, nimm nur die Line raus über meine Freundin und lad den Song nochmal neu hoch. Habe ich gesagt. So, Bushido hat sozusagen eine Unterlassung gemacht, hat gesagt, sag nichts gegen meine Frau und sag nichts gegen meine Kinder. Ich sag, Moment mal, okay, Kinder kann ich verstehen, nehme ich raus, aber warum deine Frau? Du bringst doch deine Frau in die Öffentlichkeit. Meine Sie Frau habe ich nie in die Öffentlichkeit sie gebracht. bringt sich auch selbst in die Öffentlichkeit. Die disst dich ja Richtig, auch. und dann, Also. richtig, und da hat sogar ein Richter gesagt, die Frau darf beleidigt werden. Ja, ich sage es. An alle deutschen Rapper da draußen, die Frau darf beleidigt werden. Wer sich in die Öffentlichkeit stellt und so eine Welle macht und auch beleidigt, sie hat mich natürlich auch angezeigt, ist aber ein anderes Thema. Die Frau darf rein künstlerisch, wenn zivilrechtlich, beleidige und dann hast du sozusagen andere Ausgangspositionen. Aber das zum Verständnis, Digga. Weißt du, was ich meine? So, dass, Ja. wenn er meinen Song blocken würde bei YouTube, Mann, okay. Du weißt doch, jeder versucht den anderen abzuhalten. Ich block einen Song von Farid, Kollegah, Kollegah blockt von mir, keine Ahnung was. Alles so,
jeder versucht, den anderen mal zu kriegen, ist kein Problem. Aber der Typ zieht vor Gericht. Ja, das hat er bei Kay ja auch gemacht. Kay musste ja Strafe zahlen, 10er oder so, ne? Oder 15 oder sowas, ne? Kays Song wurde ja auch von ihm runtergenommen. Er hat ja damals behauptet, ja, das war ja meine Frau, kann ich nichts machen und so. Sie fühlte sich da beleidigt. Aber die haben den ja auch angezeigt. Also der musste, glaube ich, Strafe dafür zahlen. Ja, also, weißt du, so, mir geht's ja nicht nur darum, dass ich jetzt beispielsweise eine Unterlassung bekomme, was ja auch okay ist. Ey, du hast ja über die Kinder vielleicht sowas gesagt und also ich persönlich fand nicht, dass ich was Schlimmes gesagt habe, ja, aber es ist ein langes Thema. Ja, du hast ja nichts Schlimmes über die Kinder, du hast ja nicht über die Kinder was erzählt. Das fände ich auch. Ja, also das Gericht hat es so erklärt, so, die sollen in keiner Form irgendwie eine Rolle spielen, so, okay. Die sollen in ihrem Leben, da soll kein Einfluss, weißt du, die sollen nicht in ihrem Leben irgendwie mit Konsequenzen rechnen müssen oder also mit Einschränkungen. Ja, verstehe ich. Der Schutz über die Kinder steht über allem und das finde ich auch okay so. Ja, klar. Aber wie gesagt, Alter, so, das eine ist dann nur Unterlassung, mach es nicht mehr. Und das andere ist so, ey, ich zeig den jetzt an. So, weißt, die Leute müssen auch verstehen. Auch das Thema, was ich nochmal sagen wollte, ne, mit PA und Manu und diese ganze Geschichte. Mhm. Und das Thema Polizei. Ich möchte mal hier ein Statement abgeben. Guck mal, ja. Da draußen, die Fans müssen mal eine Sache verstehen. Es gibt Polizei und es gibt Rocker-Dezernat. Das ist nicht dasselbe. Es gibt Polizei rufen und es gibt eine Polizei zusammenarbeiten. Das ist nicht dasselbe. Ja. Das heißt, ja, ich sag jetzt gar nicht, der Rapper hat das gemacht, darum ist er nicht mehr cool, darum ist er nicht mehr die. Das ist alles, jeder soll machen, wie er will. Euch alle, ihr seid ja nicht meine Kinder, dass ich mich dazu äußern muss. Aber die Leute sollen mal den Unterschied verstehen, dass wenn meine Oma hier oder meine Oma, die Nachbarin oder meine Oma, die drei Häuser weiter wohnt, wenn die überfallen wird, natürlich rufe ich die Bullen. Wenn meine Freundin irgendwo vor meiner Haustür von irgendwelchen Gangstern abgefangen wird, natürlich rufst du die Bullen. Natürlich rufe ich die Bullen. Hier offiziell, wenn irgendwo was passiert, ruf die Bullen 110, kein Problem. Ja, aber was ist nicht cool? Ja, weißt du, was ich aber nicht cool fand? Ja. Ja, aber wenn du dann, wenn dann aber dann die Bullen zu dir kommen, dann kommen ja erstmal die kleinen blauen Männchen. So. Die gehen dann auch ganz schnell wieder und dann kommt ein Rocker-Dezernat oder ein anderes Dezernat, ein anderes LKA und das sind Ermittler. Und die sagen dann, okay Sonne, du hast uns ja jetzt gerufen, wenn du willst, dass wir dich beschützen, musst du alles auspacken, auch nicht das, was jetzt gerade hier passiert ist, sondern das, was du über diese Menschen weißt, die letzten 20 Jahre. Mhm. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, okay. Und wenn du dann mit diesen Leuten 20 Jahre lang gechillt hast, dann kannst du nicht dich hinsetzen und sagen, ja, die ganzen 20 Jahre, die will ich jetzt auspacken, weil ich bin jetzt ein anderer Mensch. Das ist Bullshit. Wenn irgendwo jemand eine Grenze überschreiten will, dann kannst du auch als Rapper die Bullen rufen, weil du bist Künstler. Ruf die Bullen, sag, hier waren Typen, die haben hier gerade jemanden bedroht, so, und dann können die gerne wieder gehen. Aber nochmal, Polizei rufen und mit Polizei zusammenarbeiten, weil der Peter Rosberg von der Bild-Zeitung, der kommt jedes Mal bei mir mit diesem Thema. Ja, nein, ich weiß. Du hast ja auch damals bei den Hells Angels die Bullen gerufen. Du bist ja selber nicht besser. Oder wenn ich mich zu dieser PA-Sache äußere, oder wenn ich mich generell zu Bushido äußere, du hast selber die Bullen gerufen. In der Bild-Zeitung steht der, Flair hat dann bei den Bullen Anzeige gemacht. Nochmal, Alter. Wenn da dunkle Gestalten vor der Tür stehen, du weißt nicht mehr, wer die sind. Du hast eine Vermutung. Oder irgendwas. Oder du willst einfach nur dafür sorgen, dass sozusagen die Gefahr gebannt wird. Für deine Frau, für deine Familie, für deine Mutter. Und du rufst die Bullen. Dann ist es die eine Sache. So. Aber die andere Sache ist die, danach, wenn du dann im LKA sitzt oder die dich einladen, über alle irgendwas auszupacken, damit die mehr Probleme bekommen, als nur bei diesem einen, nur in dieser einen Nacht, die vielleicht gelaufen ist. Ja, und vor allem ist es eine Sache, 15 Jahre lang mit Hilfe von deinen Freunden alle zu erpressen, zu unterdrücken. Und dann zu den Bullen zu gehen und dann so zu tun. Nein, aber ich rede, das ist sowieso. Weißt du, das ist ja auch ein Riesenunterschied einfach. Bro, bei Bushido brauchen wir gar nicht relativieren. Ich sag halt nur bei mir, hör mal zu, damals, was bei mir damals passiert ist, ja, diese Aktion. Ja, das weiß ich ja. Wo 10 Jahre lang jeder, der irgendwas gegen mich sagen will, du hast selber mit dem Bullen, der Grund, warum das Dezernat, was mich jetzt gerade sagen will. Ja. Das ist das Dezernat, was den Bushido-Fall betreut. Und das Dezernat ist sauer auf mich, weil ich damals nichts gesagt habe. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Also, so, deswegen, die Leute müssen die Fronten mal verstehen. Die Leute müssen endlich mal die Fronten verstehen, dass es da ein Rocker-Dezernat gibt. Das nennt sich ab jetzt Hip-Hop-Dezernat. Ja, die haben einfach das Rocker-Dezernat
Soko Rocker ist ja jetzt so quasi, die kümmern sich um Hip-Hopper, Hip-Hop-Szene. Ja, genau. Naja. So. Ah, verstehst du? Das ist krass, Mann. Früher gab es. Und dieses ganze Kindergartengequatsche, ey, Mann, Alter, du bist ein. Ihr Rapper und der ruft die Bullen und der ruft die Bullen. Alter, wenn ich, keine Ahnung, Alter, irgendwo auf der Autobahn stehen bleibe, dann darf ich nicht die Bullen rufen, wa? Nee, das ist halt quasi, verstehen, ja, die verstehen da die Differenzierung nicht einfach. Die verstehen nicht, dass wir mit Bullen nicht Bullen meinen. Die verstehen, dass es Ermittler gibt, die in dieser Szenerie, egal ob es Rocker, Rapper, sonst was ist, Leute hinter Gittern bringen wollen, dafür einfach, dass sie das sind, was sie sind. Und nicht jetzt, weil mal irgendwo jemand den anderen auf die Fresse gehauen hat. Weil damit bringen die Leute nicht in den Knast. Die bringen Leute nicht in den Knast, nur weil du mir auf die Fresse haust. Weil du mal bei mir vor der Haustür stehst und mal mich bedrohst oder meine Frau bedrohst. Und meinetwegen, eine Woche später einigen wir uns wieder oder wir reden wieder. Weißt du, genauso, das ist genauso, wie wenn man sich immer mal beleidigt. Damit bringen die ja keine Leute hinter Gitter. Die bringen Leute hinter Gitter, wenn sie sagen, oh, das ist Schutzgelderpressung. Das ist eine Gruppierung von Leuten, die vereinnahmt Leute. Und wie gesagt, und Spiegel TV und die Staatsanwaltschaft und das LKA, die wissen das alles, ja, aber die wissen, die Öffentlichkeit ist dumm. Die wissen ganz genau, die bringen jetzt so einen Bericht über mich, so, und jetzt, guck mal, ja, jetzt bestimmen die den Narrativ einfach. Die sagen jetzt, Narrativ, was, ja. Genau, und du musst es mal sehen, die haben mich zu einem, also die sagen ja, ich bin kein Gangster und ich bin ja nur ein Ganove oder was die da sagen. Ja, Bro, was berichtet ihr denn über mich? Die ja, das war eh widersprüchlich. Der ist ja auch ein kleiner Ganove. Ja, macht ihr einen riesen Bericht dann über den? Wieso geht ihr dann zum Gericht? Wieso schickt ihr den Klaas Meyer Haufen dahin? Also, weißt du, was ist das? Digga, die wollen mich nur mundtot machen. Ja, ich war. Die wollen mich ärgern. Ja, das ärgern. Das war die wollen auch Zeit. Die wollen auch, guck mal, ich habe das selber dem Klaas Meyer heuer damals gesagt, wo ich den das erste Mal getroffen habe. Ich sag, berichte nichts über mich, weil jeder, der bei Spiegel TV berichtet wird, ist ein halbes Jahr später im Knast. Ja. Weil, warum, guck mal, das klingt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber die Leute, glaubt es mir, ich habe mich damit lange auseinandergesetzt. Die sind Staatsanwalt TV. Die sind Staatsanwalt TV. Wenn der Staatsanwalt möchte, dass die öffentliche Meinung dahinter steht, na, was machen sie? Sie bringen einen Bericht, der einfach, jede Oma denkt jetzt, der Flair ist voll der Assi. Und das in einem laufenden Prozess. Wo der Klaas Meyer heuer sogar da sitzt und es live gehört hat, dass es anders ist. Ja, das finde ich krass, dass er das da war und das auch gehört hat und das nicht gebracht hat. Das ist natürlich auch crazy. Wie geht's denn jetzt weiter? Du hast dich krank gemeldet und jetzt wurde das verschoben auf Januar, ne? Genau, jetzt geht's von Januar wieder von vorne los. Genau. Von vorne heißt, also ist wirklich Gericht geplatzt oder ist eine Pause eingelegt? Also neu. Deutsches Gesetz ist, dass wenn Verfahren, also wenn die Tage. Wenn die Termine mehr als 3 Wochen auseinanderliegen, muss ein Verfahren ausgesetzt werden und wieder von vorne beginnen. Also neuer Richter auch? Neue Truppe? Nein. Das kann manchmal sein, aber ja. Damit kenne ich mich nicht aus. Aber ich weiß halt nur, dass der erste Verhandlungstag beginnt dann wieder im Januar. Okay, ja. Also was hat dein, kannst du sagen, was sagt denn dein Anwalt, was man so erwarten kann eigentlich? Weil es klang für mich wirklich mehrere Lappalien, Beleidigungen und so. Klar, okay, du hast die Polizei da echt beleidigt. Okay, kann man eine Strafe kriegen. Aber 2 Jahre Knast? Worum geht's denn da? Also die begründen es ja damit, dass ich halt so krass vorbestraft bin und ich habe schon so viele Einträge und hin und her. Und das Verfahren wurde ja zusammengelegt. Das heißt, 18 Anklagepunkte. Okay, das ist zusammen. 18 Anklagepunkte, ja. Und die wurden zusammengelegt und deswegen ist es sozusagen eine Zusammenfassung aus allen Anklagen und das wäre eine Strafe, die man erwarten kann, wenn ich in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen werde. Aber allein 4 Anklagen davon sind von Bushido. Krass, Mann, ey, der Typ ist so krass, Mann, Alter. Heftig. Überleg mal und dann bringt er nächste Woche wieder ein Song, wo er disst. Ja, das verstehe ich halt auch nicht, dass die... Der Richter hat selber schon gesagt, ne? Also das kann ich schon verraten, der Richter selber hat gesagt, das ist mit Bushido, das will er eigentlich gar nicht haben, das ist eigentlich Blödsinn. Ja, das würde eigentlich fallen lassen, so, weil das ist ja eine wechselseitige Beleidigung. Und eine Sache, die Medien auch immer aufgreifen, weil das klingt immer so, das bleibt bei den Leuten immer gut hängen und ich weiß nicht, warum die Medien das so krass an die große Glocke hängen. Die sagen halt, ja, Flairs Anwälte sagen künstlerische Freiheit. Ja. Die Beleidigung, das ist aber Bullshit. Wir stellen uns jetzt nicht hin und sagen, wenn du Künstler bist, kannst du die ganze Welt beleidigen. Nee, klar.
Es geht, So. ja, die Sache mit Bushido ist das ja. Da ist es eine wechselseitige Geschichte, das ist eine Nein, Szene. wechselseitige Geschichte wäre auch, wenn zum Beispiel Anna-Maria, wir rappen ja nicht, sie rappt ja nicht. Aber oder du, ich stell mal vor, du beleidigst mich morgen und ich beleidige dich zurück Ja, aber und es du ist zeigst mich an. Entertainment-Shit. Es ist, wir verstehen Nein, die nein, 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 Ebene nein, da. nein, nein, Oder nein, was nein, nein, meinst du nein, jetzt? nein, Okay, nein, was nein, nein, meinst nein, du? nein, 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 Okay. das ist einfach egal, was du bist. Egal, ob ich Ach Rapper so. bin, ob du Roost bist, Okay. du bist ein Mann, du bist ein Staatsbürger, ich bin ein Staatsbürger. Wenn wir uns beide gegenseitig beleidigen, dann kannst du mich nicht anzeigen und kannst dann sagen, ich will, ich bin, Okay. guck mal, Okay, verstanden, hab verstanden, ja. genau. Und die zweite Sache ist, die noch viel wichtiger ist, die so ein bisschen unter dieser Kunstfreiheit zu verstehen ist, dass es gibt ja auch in einem gewissen Genre, deswegen haben diese Spiegel-TV-Leute das so die ganze Zeit sagen, dieses Genre üblich oder Milieu, was haben die gesagt? Ja, genreüblich, ja. Genau. Weil das ist eine Sache, wenn in einem Milieu so geredet wird, das heißt, wenn, keine Ja, Ahnung, verstehe, verstehe. verstehst du, dann muss das ist ein neues Gesetz, da gibt es ein neues Urteil zu, dann müssen das die Richter mit einbeziehen und müssen sagen, ja, es ist vielleicht klar, dass der so redet, aber in seiner Welt ist es ein bisschen normaler, ich sage jetzt mal normaler, als jetzt Nein, bei normalen die Personen. berücksichtigen die Welt, in der man sich bewegt, die Bubble Genau, das ist sozusagen, in aber der man Neues. unterwegs ist. Aber diese Urteile dazu, also diese Gesetzeslage, die ist erst neu. Ja, Das wurde erst neu geschaffen. aber ist logisch, also es klingt logisch, dass man ja die Situation, die soziale Umgebung auch mit berücksichtigt. Genau. Zum Beispiel Jürgen Zietlow, der hat jahrelang Erfolg dadurch gehabt, dass er in der Rap-Welt mit Rappern seine Sachen promotet hat. Ja. Der ist auch nur ein Personal Trainer oder der ist auch eine Person des öffentlichen Lebens und der zeigt mich jetzt an und sagt halt, ja, der hat mich beleidigt. Ja. Du hast meine Songs genommen und hast damit Geld gemacht. Du hast sie promotet, du hast meine Songs genommen, meine Künstler genommen. Du bist selber so ein Typ, der aus der Branche kommt, aus der Szene kommt, könnte man sagen so. Ja, Da sind genau ich verstehe, was du sagst. Du nutzt das eine, aber das andere willst du nicht machen. Und Genau, so nach ja. dem Motto, ja, so nach dem Motto, so, wenn es dir was bringt, dann willst du dich mit den Rappern abgeben, aber wenn es sich dann mal gegen dich wendet, dann willst du dich damit nicht mehr auseinandersetzen. Ja, klar. Was gibt es da noch für Anzeigen? Also die Beleidigungssachen. Da gibt es wirklich eine Sache, die war unnötig, so ein Nachbarschaftsstreit, so, da hat sie auch gleich angezeigt. Dann, Ja, ist was erzählt. war noch? Dann noch irgendeine Anwaltsgeschichte, so, ja, und dann halt, wie gesagt, die Bushido-Sachen und diese Fanboy-Geschichte. Und diese Fanboy-Geschichte, sagt mein Anwalt, ist ja gar keine Beleidigung. Fanboy ist keine Beleidigung. Fan, dieses, also dieses Fan, was du als Fanboy den Polizisten bezeichnest, das meinst du? Genau. Ah, gut, aber du hast ja eine Menge andere Sachen auch gesagt. Du hast Ja, gesagt, ich was sollen die trete Leute dir machen? den Kopf ein. Hör mal, ich habe mir das Video gerade angeguckt und mir so gedacht, Lan, wenn ich das wäre, wenn ich als Schwarzkopf den Polizisten so angesprochen hätte wie du, die hat mich doch kaputtgeschlagen. Nein, pass auf, ich erkläre dir Folgendes. Ja, Kamera lief Erstens, oder was? nein, ja, also erstens, guck mal. Die Bullen haben eine E-Mail, ich sage es nochmal, und ich hoffe, irgendwelche NZZ, FAZ, Bild sowieso nicht, irgendwelche Reporter nehmen das zur Kenntnis und hören mir zu. Die Ja. Bullen haben intern in ihrem, die haben so intern so ein E-Mail-System, ich weiß nicht, wie man das bei denen nennt. Da Ja. stand drin, der Typ ist aggressiv und hat CS-Gas bei, hat ein Tierabwehrspray bei. Okay, hast du? Ja, habe ich. Okay, So. woher wussten die das? Tja, von den Hausdurchsuchungen davor zum Thema Bushido. Da haben sie nämlich auch mein Auto durchsucht. Okay, krass. Okay. So, das heißt, die LKA-Ermittler, die bei dem Bushido-Thema bei mir waren, meine Wohnung durchsucht haben, mein Auto durchsucht haben einen Grund gesucht, mich weiter zu. So, Ja. dann haben sie jetzt herausgefunden, dass es sozusagen in einer Akte einen Verdacht gibt, dass ich mal vor einem Jahr ohne Führerschein gefahren sein soll. Weil da gibt es eine Anzeige von einer Frau, die sagt, der ist aus dem Auto ausgestiegen. Das Ding ist schon ein Jahr alt. Ja. In diesem Zeitraum habe ich meine neue MPU schon bestanden, habe meine Ja. MPU zur Führerscheinstelle gebracht. Und die Führerscheinstelle hat mir einen Brief geschickt, dass ich meinen Führerschein abholen darf. So. Dann hat aber die Polizei mit der Führerscheinstelle telefoniert und hat denen gesagt, geben Sie ihm den Führerschein nicht raus, aber hat mich nicht angerufen und hat gesagt, Sie dürfen nicht fahren. Oder Sie brauchen den gar nicht mehr abholen. Und ich Also war ja auch in der Zeit dreimal da und wollte den abholen. Ich habe meine Frau hingeschickt, ich habe einen Kumpel hingeschickt mit Vollmacht, ich bin selber hingegangen. Und diese ganzen Sachen nehmen die nicht zur Kenntnis und haben, also, sie sind da hingegangen und keiner von der Führerscheinbehörde hat irgendwas gesagt. Nur, ja, können wir ihn gerade nicht geben oder die Sachbearbeiterin ist nicht da, bla 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 bla. Und genauso haben die Bullen mich nicht informiert, dass sie gesagt haben, ja, wir haben jetzt hier irgendeinen Verdacht, die fahren ohne Führerschein, sondern haben mich fahren lassen und haben dann diese E-Mail intern rumgeschickt bei sich, schnappt den, der hat auch CS-Gas bei. Okay, Und krass. deswegen haben die Bullen ja auch gleich Verstärkung gerufen, bevor der Wagen überhaupt angehalten.
Und deswegen haben sie Verstärkung gerufen, deswegen haben sie auch so viel Angst gehabt. Deswegen, weil, Digga, die haben, das waren zwei Typen, Alter, die da irgendwo, keine Ahnung, in Zielen auf Bullen sind. Das sind irgendwelche, also man muss dazu sagen, der eine Bulle, den ich da angeschrieben habe, mit den schwarzen Haaren. Ja. Ich dachte ja die ganze Zeit, dass der Motherfucker von beiden ist. Weil der andere, der mich an den Handstein hält, der hat da gar nichts gemacht. Ja, der war beim Gericht, ruhig. Ja. Genau. Beim Gericht hat sich herausgestellt, dass der Typ, der mich an den Handstein festgehalten hat, das war sogar so ein Oberkommissar. Also gar kein Streifenbulle. Okay. Und der soll angeblich da zufällig mitgefahren sein. Mit Uniform. Hm. Alter, aber das ist kein Streifenbulle, das ist so ein Oberkommissar, der nur im Büro sitzt. Aber der hat dann bei der Polizei. Der war zufällig an dem Tag dabei so. Na, es gibt bei der Polizei manchmal so wie Dings. Ja, ich fahr heute mal mit und so. Ich will mal ein bisschen wieder frische Luft schnappen oder keine Ahnung, was die wollen da okay. intern für Sachen abziehen. Okay. So, aber es ist schon mysteriös, dass der Typ normalerweise gar nicht Streifendienst fährt. Ja, okay. Und wie gesagt, alles voll komisch, aber lange Rede, kurzer Sinn. Keiner legt das ins Gewicht von der Presse, irgendwas, und alle ignorieren das weg. Naja, klar. Ja, das sah bei diesem Spiegelbericht sah sehr, sehr einseitig. Also die haben dir keinen Millimeter Raum gegeben. Ja, ich meine, als ich es gehört habe, wie der zur Beerdigung kommt und zu dir sagt, wie kommt's, da habe ich mir auch gedacht, okay, du fragst jemanden auf eine Beerdigung, warum er da ist. Das ist Absturz hoch 10. So. Also brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Der Typ ist ja crazy. Sowieso, und das ist ja eh schon eklig. Und jetzt sollen die Fans nochmal berücksichtigen, dieser Thomas Heise, Digga, der hat Tage vorher mit mir irgendwo Pizza gegessen. Ja, weil, habe ich auch gesagt im Chat, dass du die eigentlich kennst und dich auch getroffen hast und vielleicht auch was machen ja, wolltest, aber... Ja, und dann ist, aber ja. die sind so in ihrem Film drin, die möchten die Kamera anmachen, die möchten die vor der Kamera sozusagen blamieren, möchten die provozieren, dass sie dann so eskalieren und sowas und... Ja, die wollten dich die ganze Zeit nur aus der Haut fahren lassen, so dass du einfach irgendwas sagst, wo die dann wieder so einen Aufhänger haben. Ja, ja. Ja, aber du hast echt, ich fand gut. Die haben kein Gedächtnis. Die haben kein Gedächtnis. Der Bushido hat die vor der Kamera jahrelang bedroht. Ja, ich weiß. Das gibt's doch, das ist eins der bekanntesten Ausschnitte viral. Ist doch mit Bushido und den Abu Chakas vor dem Gericht mit Bushido, ohne Bushido, auf dem Echo, da, mit hier, ja. da. Das sind doch die ja. bekanntesten Ausschnitte, wo die denn immer ja. ansaugen, ja. den Klaas. Aber dem ist das scheißegal, dem ist Plus oder Minus. Das ist so, wie wenn du sagst auf YouTube, Daumen runter, Daumen hoch, egal, ich habe Hauptsache Reaktion. Ja, so ist der drauf. Der Typ ist schön und ich habe mich, wie gesagt, mit dem persönlich getroffen, weil ich irgendwie wissen wollte, wie ticken die und so. Bro, das sind ganz arme Menschen, ganz schlimm, ganz abgewichst. Also ich verstehe nicht, wer die gezüchtet hat. Also aus welcher Schule kommen die, dass die denken, dass das eine gute Art ist? Alter, deren Karma-Konto würde ich nicht haben, Alter. Wie viele Menschen die zerstört haben. Ja, wie viele Klicks die für Spiegel gebracht haben. Ich hoffe ja, dass er wenigstens gut bezahlt wird. Ich denke ja nicht. Oh Mann. Ja. Aber wir müssen auf jeden Fall, lass uns auf jeden Fall ein Reaction-Video dazu machen. Lass uns richtig dieses Video mal, weil ich kann dir dann richtig im Detail Sachen sagen. So ist auch lustig, mal in Echtzeit angucken. Und das Video wird doch nicht mehr lange online bleiben. Das wird auf jeden Fall runtergehauen. Ja? Ja klar, da sind so viele Sachen drin. Glaubst du, die haben die Rechte an TV-Straßensound? Glaubst du, die dürfen meine Telefonate online stellen? Ja, das mit den Telefonaten, da sag doch noch vorher, du hast das erlaubt. Habe ich auch gesagt, als ob das ist völlig unlogisch. Als ob du sagst, ja, nimm das auf. Digga, selbst wenn ich sage, nimm das auf, heißt nicht, du darfst es veröffentlichen. Ja, und vor allem, warum, also die haben nicht gezeigt, überhaupt, wie das Telefonat zustande gekommen ist, was er gesagt hat. Die haben einfach nur deine... Das war eins von den 20 Telefonaten mit Klaas Meyer-Heuer. Ich hab manchmal alle zwei Tage mit dem telefoniert und das ist einfach ein Gespräch, was er aufgenommen hat. Ja, ich weiß, das habe ich mir schon gedacht. Also das stimmt mit dem hin und her geredet. Und die haben einfach sich selbst rausgeschnitten oder was. Das ist einfach... Eigentlich auch völlig unnötig. Die haben eigentlich so geile Reportagen ab und zu. Dann denkst du dir so, warum? Das ist doch völlig unnötig. Ihr könnt doch die Story richtig geil erzählen. Und auch richtig. Ja, klar. Ja, okay, Alter. Mann, 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 Alter. Krass. Ja, ich bin gespannt, Alter. Ich bin gespannt. Ey, Deutschrap besteht aus Gerichtsverfahren und Amazon Exclusive Disses gegen uns. Auf Tafnis! Das wird... Tafnis, Alter. Das ist der Tafnis-Talk. Ja, ich komme nach Berlin, dann machen wir erstmal... Ennis Snitch. Und dann machen wir so eine... Ennis Snitchy. Lass mal so einen Jahresrückblick und einen Talk, 2 Stunden, 3 Stunden, die richtig... Wir nehmen dieses Jahr auseinander. Wir sind jetzt im... Ich glaube, 5 Jahre haben wir in Folge Jahresrückblick gemacht. Das wird unser 5. oder 6. Jahr. Boah, Alter. Wir sind alt. Machen wir Mega-Ding. Machen wir, wie gesagt, Reaction, Jahresrückblick. Ich erzähle noch was von meinem Album. Ja, klar, alles machen wir. Und dann
dann nehmen wir die mal auseinander, spiegelt die vor. Zeigen wir mal, wer mehr Klicks macht. Ja, Mann. Alright. Okay. Alles klar. Danke für den Anruf. Ja. Ciao, mach's gut. Ciao, bis später.